Freie Wähler Landtagsfraktion. Meine Zuversicht 2021. Grüß Gott miteinander. Mein Name ist Johann Häusler. Seit gut einem Jahr leben wir in und mit der Pandemie. Und seit letzten November befinden wir uns in einem zweiten Lockdown, der für viele unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger einen schweren Einschnitt in ihr privates, in ihr soziales, aber auch berufliches Leben zur Folge hat. Doch mittlerweile werden unsere Geduld und unsere gegenseitige Rücksichtnahme, denke ich, auch belohnt. Denn bis vor kurzem sanken auch die Infektionszahlen, also die Inzidenzien. Und wenn wir die gefährlichen Mutationen des Virus nun auch endlich in den Griff weiter bekommen und auch im Griff behalten, werden wir letztendlich auch Perspektiven haben. Und zwar Perspektiven, die weit über die Inzidenzzahlen hinausgehen. Ich denke da die Impfung, die für viele Perspektive bildet. Ich denke insbesondere auch auf mehr Tests, die auch mehr Sicherheit bieten und letztendlich auch den Rahmen für Öffnungsperspektiven dann auch anbieten. Also das sind viele Gründe, die sich letztendlich hier mit dieser Zuversicht meinerseits auch verbinden. Als sozialpolitischer Sprecher der Fraktion der Freien Wähler freue ich mich natürlich ganz besonders auf den Tag, an dem der quälende Zustand der Isolation, der Ungewissheit, insbesondere für unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, ein Ende findet. Und ich freue mich auch ganz besonders darauf, wenn sich unsere Familien wieder besuchen und Omas und Opas sich mit ihren Enkelkindern wieder treffen und sich mit ihnen auch freuen und austauschen können. Und letztendlich und auch ganz persönlich warte ich auch auf den Tag, auf dem mir eine Maß Bier, möglicherweise ein Schweinshaxe, im Biergarten schmeckt und auf unsere vielfältigen Vereinsfeste, in denen die eigentlich die Grundlage sind für unser gesellschaftliches Zusammenleben, für unsere Gemeinschaften überörtlich und örtlich. Halten wir also weiter durch. Ich bin überzeugt, es lohnt sich.